Dumm, die dumm. Wächter. Ja, sind sicherlich noch alle Ismir again. I do wish you would stop encouraging her. Real sorry, Aloth. We'll keep it down. You think I care about your childish jokes? What bothers me is how she doggy is my grimoire. And you keep bringing her out. Just looking to lighten the mood, I guess. Okay, da haben Elder und Aloth wieder ein bisschen Zoff wegen Ismir. Also, ich habe dich schon wieder mit Ismir sprechen hören. Ich wünsche, du würdest endlich aufhören, sie noch zu ermutigen. Tut mir wirklich leid, Aloth. Das nächste Mal sind wir leiser. Glaubst du etwa, deine kindischen Späße machen mir etwas aus? Was mich aufregt, ist, dass sie ständig Isis Sohn in mein Zauberbuch macht und du rufst sie ständig hervor. Ich wollte nur die Stimmung ein wenig auflockern. Gut. Wir sind am Hafen. Wieder angekommen. Und hier im Hafen gibt es wirklich viel, was wir uns angucken können. Man sieht auch, der Hafen hier hat nicht so viel besondere Verteidigungsstellungen wie die Messing-Zitadelle. Na, da ist übrigens unser Schiff. Gut, wie gehen wir vor? Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier unten alles abklappern. Dann gehen wir hier, also hier, das hier ab, also hier runter, das hier abklappern. Dann gehen wir hier über die Brücke mal nach Süden. Gehen hier wieder hoch zum Schuster. Gehen hier auf den Platz, gucken uns die Gebäude von hier nach hier an. Hier oben waren wir schon in dem Gebiet, also brauchen wir das gar nicht noch abgehen, sondern nur die beiden Gebäude hier. Dann hier die Läden, den Schiffsbauer und da sind wir durch. Okay. At once. Und unterwegs sacken wir alles ein, was wir so finden können. Mundkohle zum Beispiel. Die hier sind am Schaffen. Und hier treiben sogar Fässer im Wasser. Yay. Keep your voice. Der da ist betrunken. Du sollst auf jeden Fall die Schlangenkrone besuchen. Das hier Juwel unserer Stadt. Ja, da waren wir schon. Sieht echt so aus, als ob die hier was anstellen. Etwas zu essen. Etwas zu essen. Ja. Hier gibt es sogar ein Haus, was nicht eingezeichnet ist. Ein armer Schlucker. Was ist mit dir? Was sagst du, Reisende? Ich bin ein Kerl. Übrigens fällt mir gerade so auf, wir sind dieses Mal ausgeglichen mit männlichen und weiblichen Charakteren. Also jetzt nicht gerade in der Gruppe, aber wir haben mit Edda, Aloth und Seraphin drei männliche, mit Xoti, wie heißt sie nochmal? Unsere neue Maya und mit Palegina haben wir drei weibliche. So, was ist in diesem Haus? Nichts außer eine Kiste. Aber nein, einbrechen will ich wirklich nicht. Falls wir eine Queste kriegen, wissen wir ja, wo das Haus jetzt ist.
Säule deines Volkes sieht man nur selten so im Norden. Eigentlich kommen wir aus dem Norden. Ja, wilde Meere Obergeschoss. Ein Seemann, ein Hafenarbeiter. X. Die beste Taverne in der Stadt, ein Bürger. Hi, Emir. See something you like? Siehst du etwas, das dir gefällt? Ah, nee, nicht solche. Der Tänzer wendet sich dir zu und begrüßt ihn mit einem koketten Lächeln. Er ist klein für einen Elfen, aber deshalb nicht weniger elegant. Sein langes Gesicht und seine dunklen Augen verleihen ihm eine ernste Ausstrahlung. Doch die kräftige Farbe seiner Wangen vertreibt jeden Anflug von Trübsinn. This is the last place I expected to see you. Have your interests changed so much since our time at Bragonhill? Alof, das ist der letzte Ort, an dem ich dich erwartet hätte, dich zu sehen. Haben sich deine Interessen so sehr geändert seit unserer Zeit in Bragonhill? Emir grinst, er spielt verlegen mit seinen Haaren und streichelt sie glatt, wo sie zerzaust waren. Da steht einer auf Alof. Mhm. No, I still enjoy tile puzzles and deflecting personal questions. Anyway, what are you doing here? Oh, da freuen sie sich. Unbeschwert, unbeschwert, unbeschwert. Jeder scheint zufrieden zu sein. Sehr aufwendig, den Takt mit geschlossenen Augen. Xoti kauft ihr auf ihre Unterlippe herum, um ein Lächeln zu verbergen. Nein. Ich mag es immer noch, Puzzles zusammenzusetzen und persönliche Fragen auszuweichen. Wie auch immer, was tust du hier? Er sieht zur Seite, als wolle er Emirs begierigen Blick ignorieren. I could ask the same of you. Dasselbe könnte ich dich fragen. Er lacht leicht hinter vorgehaltener Hand. I make my own hours, meet fascinating people, and the coin's nothing to sneer at. Better than stuffy old books and unflattering robes. Ich habe flexible Arbeitszeiten, lerne faszinierende Leute kennen und verdiene nicht schlecht. Besser als schaubige alte Bücher und unvorteilhafte Roben. Er wirft einen kritischen Blick auf Alofs Kleidung. Er öffnet den Mund, um etwas zu sagen, er überlegt sich es dann aber anders. Stell mir doch deinen hübschen Freund vor, Alof. Das ist fantastisch. Nicht sagen. It's good to see you again, Alof. Anyway, I should get back to it. Be well. Schön, dich wiederzusehen, Alof. Jetzt sollte ich aber weitermachen. Alles Gute. Ja, das ist manchmal wirklich komisch, weil die Anführungszeichen hier falsch sind und irgendwie die Textformatierung halt denkt, das ist gesprochen, das ist nicht gesprochen, jetzt kommt wieder was Gesprochenes. Er lächelt Alof herzlich an und die Spitzen seiner Ohren werden rot. It was lovely seeing you. Es war wundervoll, dich zu sehen. Ihm wird bewusst, was er eben gesagt hat. Panik macht sich in seinem Gesicht breit. Perhaps lovely is too strong a word. I meant pleasant. Perfectly agreeable. Wundervoll ist vielleicht zu viel gesagt. Ich meinte angenehm, absolut annehmbar. Er sieht dich verdrossen an. Ich kann sehen, wo ich den armen Kerl während unserer Zeit auf der Akademie verwirrt haben könnte. Es war ein schönes Stück Arbeit, den Knaben dazu zu bringen, etwas anderes zu befingern als seine Zauberbücher, brummt Iselmir. Did you enjoy the show? There's more to see, if you're interested. Hat dir die Vorstellung gefallen? Es gibt noch mehr zu sehen, wenn du Interesse hast. Erzähl mir einfach mal was von dir. Nun gut, er beugt ihn mit einem neuen kritischen Blick. I was raised in the Adir Empire. When I was young, I studied to be an arcane knight. After an incident at my school, I left the continent and wandered until I found myself in Nikataka. As you can see, I stayed. Ich bin im Reich Edir aufgewachsen, ja, wie Alof. Als ich jung war, wollte ich ein Arkaner Ritter werden. Nach einem Vorfall während meiner Ausbildung verließ ich den Kontinent und streifte herum, bis ich in der Kataka ankam. Hier bin ich geblieben, wie du siehst. Was für ein Vorfall. Of my fellow students got up to a bit of mischief that ended with several people dead. Einige meiner Mitschüler trieben einen kleinen Streich, der mit mehreren Toten endete. Sein Blick streift über den Boden, die Kissen, die Tische. Er sieht überall hin, nur nicht in dein Gesicht. Nach einem Moment zuckt er mit den Schultern. Es gibt keine weiteren Erklärungen. Did you enjoy the show? There's more to see, if you're interested. Ja, wie viel ist der Zeit wert? The money-minded type.
I've always found fiscal responsibility very attractive. My time will cost you 150 copper, friend. Ah ja, Geld regiert die Welt, nicht wahr? Ich fand Leute, die sofort ans Geld denken, schon immer sehr attraktiv. Meine Zeit kostet dich 150 Goldstücke. Kupferstücke, nicht Goldstücke. Er schenkt dir ein kinges kleines Lächeln und eine hochgezogene Augenbraue. Nicht so wichtig. Dann bis später. Also ja, Alof. Was ist mit dir? Eine junge Frau lehnt sich auf den Kissen zurück und in ihre... Zurück in ihre Hand hält sie lässig den Schlauch einer Wasserpfeife. Mit geschlossenen Augen singt sie zu sich selbst, ihre Stimme klingt weich und einladend. Als sie dich kommen hört, bewegt sie sich nicht. Nur ihre Augen öffnen sich langsam und sie wirft ihr ein träges Lächeln zu. Come, lay your head on my breast. I will read you the work of my favorite poet, Skilba. Komm, leg deinen Kopf auf meine Brust. Ich lese dir aus dem Werk meines Lieblingspoeten Skilba vor. Ich habe deinen Freund Oswald gerettet. Wie viel ist deine Zeit wert? 100 copper pans. A reasonable fee to experience the sublime words of Adir's greatest poets. Don't you think? 100 Kupferstücke, ein angemessener Preis für die erhabenen Worte von Adir's größten Poeten. Findest du nicht? Come. Lay your head on my breast. I will read you the words. Erzähl mir erstmal was von dir. To attempt to summarize the whole of a person in simple words. How to capture their dreams. The desires of another, their feel and taste. Es ist zwecklos, die Ganzheit einer Person nur in Worten ausdrücken zu wollen. Wie hält man Träume fest wie Sehnsüchte, wie ihre Gefühle und ihr Geschmack? But I appreciate your curiosity nonetheless. I am an actor. Trained from childhood. Difficult for you to believe, I'm sure. Trotzdem freue ich mich über dein Interesse. Ich bin eine Schauspielerin. Seit meiner Kindheit wurde ich ausgebildet. Es fällt dir bestimmt schwer, das zu glauben. Ein neckendes Lächeln formt sich in ihren Mundwinkeln. Ihre Stimme ist sehnsüchtig und melancholisch. My troupe were my family, and we traveled the whole of the Adir Empire, performing the classic literatures to cheering audiences. Meine Gruppe war eine Familie. Wir haben das gesamte Reich Adir bereist und die klassische Literatur vor jubelnder Menge aufgeführt. Es hört sich nach einem angenehmen Leben an. Schade, dass du nichts Produktives mit deiner Zeit anzufangen weißt. The people need art. As surely as they need hearty food and bright sunshine. Woher kennst du meinen Namen? Die Menschen brauchen die Kunst, Hagrim. Genauso wie sie gutes Essen und den Sonnenschein brauchen. In jeder schnallt es missbilligend mit der Zunge. Evidently, I was mistaken in believing a brute like you might understand. Ganz augenscheinlich war es ein Fehler von mir zu glauben, dass ein Rohling wie du mich verstehen würde. Have you come to hear some verse? It's fear, my troupe were my family, and the work was good when the crowds were grateful, and their pockets swelled with coin. Die Arbeit hat sich gelohnt, als die Masse noch dankbar und ihre Taschen mit Münzen gefüllt waren. Sie wirft einen schmerzvollen Blick zu und sieht dann weg. Seraphim kriegt was und ja, Xoti kriegt was wegen Weltgewand. I found a more dependable application of my talents here. To touch the hearts of others with my voice. I could not give that up. Ich habe hier eine verlässliche Verwendung für meine Talente gefunden. Die Herzen anderer mit meiner Stimme zu berühren. Das könnte ich niemals aufgeben. Ich habe deinen Freund Oswald gerettet. Not from something too dangerous, I hope. Ich hoffe doch nichts, das zu gefährlich wäre. Please accept my thanks. He's a kind old man. I would have mourned to see something terrible happen to him. Bitte nimm meinen Dank an. Er ist ein gütiger alter Mann. Es hätte mich sehr getroffen, wenn ihm etwas Schlimmes zugestoßen wäre. Sie greift nach deinen Händen und drückt sie fest. I have little to give you in thanks. Perhaps you'd be amenable to some establishment gossip. Ich kann dir als Dank nicht viel geben. Vielleicht stellt dich ja ein kleiner Ausflug in die Gerüchteküche zufrieden. Sie hebt eine wohlgeformte Augenbraue und zwinkert dir frech zu. Constantin, the masseuse, longs to wander the world again. Every time he threatens to leave, Gintel begs him to stay. And every time he promises to remain for just a month more.
Konstantin, der Masseur, sehnt sich danach, wieder in der Welt herumzuwandern zu können. Jedes Mal, wenn er damit droht aufzubrechen, bittet Ginter ihn, noch etwas zu bleiben, woraufhin er jedes Mal verspricht, noch einen Monat zu bleiben, nicht mehr. I wonder what he hopes to find out there. Ich frage mich, was er wohl dort draußen zu finden hofft. Okay, danke. Leb wohl.